Hallo, liebe Karin, lange nicht gesehen. Ja, hallo Babette, grüß dich. Wir haben ja vor gar nicht so langer Zeit zusammengesessen, über deine App gesprochen, über deine Erste-Hilfe-App für Pferde. Und darauf verlinke ich auf jeden Fall auch gleich nochmal unten in dem Blogbeitrag, dass sich das Das alle ist lieb von hoffentlich dir, danke. nochmal angucken. Und habe in meinem Beitrag dazu geschrieben, dass ich glaube, dass diese tolle App von dir in der Lage ist, Leben zu retten. Und ja, ganz kurze Zeit danach durfte ich das sehr, sehr hautnah miterleben bei einem Pferd, welches ich jetzt schon seit Dezember 2020 online betreue, den guten Parker, der mit seinen beiden Frauen Barbara und Anna in Norwegen lebt. Und in Norwegen ist das mit Tierärzten oder guten Physiotherapeutinnen, Osteopathinnen und so nicht so ganz prickelnd ausgestattet, sagen wir es mal so. Und du kennst ihn ja auch schon lange, weil als ich dann gemerkt habe, dass er körperlich doch ein bisschen was mit sich trägt, habe ich dann Barbara auch geraten, deine Hilfe mit in Anspruch zu nehmen. Und du bist auch fleißig dabei, dass du ihn auch über dein Online-Coaching mit unterstützt. Und er hat ja Ja, auch. du von der Trainingsseite und ich quasi von der Gesundheitsseite, ne? Wir haben ja in akribischer Kleinarbeit erstmal die Hufe saniert. Das war so sein Haupt Problembereich eigentlich lange Zeit. Und das haben Anna und Barbara mittlerweile in Eigenleistung besser hinbekommen, als ich glaube, vier Schmiede hatten sie, glaube ich, ausprobiert. Und einer war katastrophaler von dem, was er dem Parker da drunter genagelt hat, als der nächste. Und jetzt haben sie den Barfuß umgestellt und machen die Hufe selber. Und Ja, und machen ja auch einfach nur ganz viel fantastisch. Physiotherapie selber nach deiner Ja, Anleitung mit genau. Schwingen und ja, was du denen alles zeigst. Hab schon zu den beiden gesagt, also wenn ihr Parker auf dem Damm habt, dann seid ihr fitter in den Bereich Hufe und Physiotherapie und Training als Eine halt Experten Norwegen rundherum zusammen. wahrscheinlich da. Ja, genau, dann sind sie topfit. Dann können sie ihr Wissen weitergeben. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide kennen den Parker, betreuen ihn und ich wollte Online-Unterricht mit denen machen. Wir waren verabredet und dann sagte Barbara mir, irgendwie ist der Parker komisch, der kann irgendwie nicht fressen. Dann habe ich gesagt, na, dann nehme ich mal mit, gehen wir mal zu Parker hin und wir gucken uns den mal an. Und das zeige ich mal, wie das aussah. Ich mache mal einen Film an und dann erzählen wir die Geschichte weiter. Ja, ich war ja zu der Zeit im Urlaub, das muss man vielleicht noch dazu sagen, und Ja, das war echt, oh, wir auf waren einem in heller Retreat, Auflösung. ja, auf einem Retreat mit Handyabstinenz und durfte nur einmal am Tag gucken, ob zu Hause alles in Ordnung ist und Ja, ich dann finde auf eben. allen Leitungen sozusagen, Hilfe, da ist mit Parker was nicht in Ordnung und bitte, bitte, bitte melde dich. Ja, wir waren wirklich echt ganz aufgelöst, dass du nicht zu erreichen warst. Ich habe dann ja sogar noch deine liebe Schwester angefunkt. Ich so, Ute, du hast bestimmt eine Notfallnummer von deiner Schwester. Wir müssen Karin erreichen. Es geht um Leben und Tod. Aber zum Glück hast du dich dann ja echt nachts noch gemeldet. Und ja, wir erzählen die Geschichte dann gleich weiter. Erstmal gucken wir uns mal einmal an, wie das aussah, als ich eigentlich Unterricht machen wollte. Ja, ich sehe das. Das ist kein normales Kauen. Ja, vielleicht können wir das Video gleich mal Karin schicken und fragen, was sie dazu sagt, ob sie eine Idee hat. Ja, da kann ich fressen. Ach du Schande, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Da sieht man jetzt auch noch mal. Es hat aber nur mein Ton zu hören, weil ich Kopfhörer an hatte und Barbara über den Kopfhörer gehört habe. Der hat auch dann wirklich Geräusche von sich gegeben, so richtig so. Oh.
Und wir hatten beide dann überlegt, ob er vielleicht eine Schlundverstopfung hat. Nee, das würde Aber anders aussehen. genau, das habe ich eben auch gesagt, weil ich kenne ja auch einige Schlumpfverstopfungen und habe gesagt, nee, an Schlumpfverstopfung glaube ich nicht. Da hatten sie ihn dann schon in die Box runtergeholt, um ihn da besser betreuen zu können und zu gucken, wie er frisst. Und da sieht man halt, was für Verrenkungen er da mit seinem Maul gemacht hat. Und ich hatte halt dann in dem Moment gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall versuchen, Karin zu erreichen, aber bitte hol auch auf jeden Fall einen Tierarzt. Und wir haben auch deine Tierärztin von der App mit angerufen und da auch schon die Filme hingeschickt. Was ich ja schon ein bisschen stolz bin. Ich hatte nämlich dann auch schon geschrieben, Hunger hat er zumindest vielleicht eine Verletzung Zungenbein, Speiseröhre, Kehlkopf. Ne? Und man sieht, wir haben wirklich die ganze Zeit ja, miteinander in Kontakt gestanden. Und dann hast du dich ja zum Glück gemeldet und hast dich mit denen um 8 Uhr verabredet irgendwie am Stall und hast ihnen dann aufgetragen, dass sie dir Sachen filmen. Ja, ganz bestimmte Sachen. Genau, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ja. Und daraufhin hast du dann eine lange Sprachnachricht geschickt und dann haben die behandelt nach deiner Anleitung. Und hat sie mir auch alles geschickt. Auch sie hat mir so ein, ja, eine Datei geschickt, wo sie genau aufgeschrieben haben, was sie dann gemacht haben. Und das war so cool. Dann irgendwie, nachdem die Behandlung fertig war, er frisst. Und dann schreibt Barbara, ich esse einen Besenstiel. Die Karin kriegt ihn wieder hin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Aber ich fand das so schön, wie sie das hier geschrieben hat. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Gucken wir uns mal die Aufnahmen an. Da sieht man, wie Parker sich bei Anna andockt und sagt, hilf mir, mir geht's gar nicht gut. Genau. Ja, Und die du beiden hast. haben ja einen sehr guten Draht zueinander, ne? Und Ja, die haben so ein schönes Verhältnis bekommen. Das ist so zauberhaft. ja. Und du hast ja verschiedene Sachen gesehen und du kannst jetzt gerne immer mal schon mal sagen, wo du Auffälligkeiten siehst. Ich glaube, am Hals hatten wir ja schon auch etwas. Sieht man das jetzt hier auf diesem Film? Ja, man sieht diese beiden Beulen, wenn du da mal hingehst, das ist eindeutig, dass hier die Halswirbel blockiert sind, weil aus dieser Perspektive auf die Halswirbelsäule geguckt, würde man eigentlich nur ja wie so einen gleichmäßigen Strang sehen, aber nicht so Tiefziehungen und Hubbel, sage ich jetzt einfach mal laienhaft. Das zeigt, dass also da in der Halswirbelsäule was nicht in Ordnung ist. Und natürlich das, was du gerade eben schon gezeigt hast, diese extremen Maulbewegungen draußen noch auf der Weide und dann auch über die Stalltür hinweg, zeigt mir, dass das Pferd versucht, selber irgendwie Kiefergelenke zu mobilisieren. Er hat also in einer sehr merkwürdigen Drehbewegung über den Unterkiefer gegen den Oberkiefer mobilisiert. Und das sehe ich eben häufig, wenn die Pferde zum Beispiel entweder sich irgendwo eingeklemmt haben im Kopf oder von einem Kumpel einen Tritt gegen die Muskulatur im Backenbereich, sodass also knöchern da gar nichts passiert ist. Das kann immer schon mal sein. Oder auch gerne an der Heuraufe, die Pferde rempeln sich so gegenseitig weg. Einer hebelt so mit dem Kopf und schlägt dann vielleicht irgendwie an die Kante von der Heuraufe oder so. Bei sowas kann das passieren, was wir hier bei Parker gesehen haben. Ne? Ausschließen konnte man eigentlich schon Schlundverstopfung. Das sieht anders aus. Dann würgen die Pferde eher und versuchen immer so wie in extreme Beizäumung zu gehen und versuchen zu schlucken. Und man sieht dann auch den Stau in der Speiseröhre recht gut am Hals und die versuchen also dann nicht den Kiefer so zu mobilisieren. So, und klar, es könnte jetzt auch sein, dass irgendwie im Maul was passiert ist. Das kann man jetzt nur aufgrund dieses ersten Videos nicht sagen. Ja, abends kam ja auch noch dann der Tierarzt und hat sich Parker angeguckt. Und die Aussage von dem Tierarzt war, das ist eine neuronale Geschichte. Ja, der hat auf Trigeminusneuralgie getippt. Und da kann ich nur sagen, also wenn es eine Trigeminusneuralgie beim Pferd ist, dann
versuchen die, den Kopf ganz ruhig zu halten. Also das ist genau das Gegenteil eigentlich von dem, was wir hier bei Parker gesehen haben. Dann stehen die irgendwie mit dem Kopf in der dunklen Ecke, weil das sind somit die extremsten Kopfschmerzen, die man haben kann. Ich habe leider einen Ehemann, der ab und zu solche Trigeminusneuralgie-Anfälle hat und ein Thema, mit dem ich mich sehr gut auskenne, was beim Pferd auch vorkommt, zum Glück extrem selten, aber dann versuchen die Pferde still und ruhig sich zu verhalten und würden auf keinen Fall eben großartige Bewegungen mit dem Kopf machen, weil das dann die Kopfschmerzen auch verschlimmern würde. Und man kann dann aber auch testen, der Tierarzt hatte dann ja auch gesagt, so nervale Ausfallerscheinung im Kopfbereich, der war ja dann auch sehr schnell mit, der muss eingeschläfert werden, wenn der also morgen nicht freiwillig wieder anfängt zu fressen und so weiter. Und diese neuralen Ausfallerscheinungen am Kopf kann man eben auch ganz gut testen, also dass man dann einfach über Pieksen mit einer Spritzenkanüle guckt, wo hat das Pferd vielleicht gar kein Gefühl mehr, ist die Unterlippe gelähmt, ist die Oberlippe gelähmt, dann würde auch vielleicht eine Gesichtshälfte hängen oder das kann ein Auge nicht mehr richtig aufmachen oder ein Ohr ist ganz schlapp. Ja, also das würde dann eher auf solche nervalen Geschichten hindeuten. Ja, die Aussage halt vom Tierarzt, dass sie sich wohl damit abfinden müssen, dass er wohl morgen eingeschläfert werden muss, war natürlich für uns alle absolut ein Schock. Ne? Das war wirklich ganz schlimm und ja. Aber dann gucken wir mal weiter, wie die Geschichte weitergegangen ist. So, Sie haben also mir jetzt erstmal sehr, sehr gut beobachtet und mir dann hier jetzt diese Videos geschickt. Da sieht man eben, dass im Halsbereich definitiv was nicht in Ordnung ist und dass wir da auch versuchen müssen, mit der Lösung anzufangen. Und jetzt hatte ich dann der Anna gesagt, sie sollte eben erstmal versuchen, die ganze Unterlinie der langen Zungenbeinmuskeln auszustreichen, weil wenn die verkrampfen, natürlich auch alles festhalten können. Die verbinden ja den Rumpf mit dem Zungenbein, einmal direkt vom Brustbein und einmal vom Schulterblatt aus. Und über dieses Anfassen überall habe ich eben jetzt auch versucht zu ergründen, wo ist denn das Hauptproblem? Er versucht ja immer wieder zu fressen. Ich sehe jetzt, dass er den Unterkiefer überhaupt nicht mehr nach links rüberschieben kann. Das war eben auf der Weide auch schon zu sehen. So, und dass er jetzt versucht, einfach über Kopfbewegung irgendwie das Heu nach hinten zu transportieren. Er kann eigentlich nur noch mit etwas nach rechts verschoben, immer Pferdeseite rechts verschoben, im Unterkiefer das Maul nur auf und zu machen, aber nicht mehr die typische Maulbewegung machen. Und deswegen war für mich eigentlich schon klar, dass im Kiefergelenksbereich mit Beteiligung Zungenbein sehr wahrscheinlich Genick, Hals, in dem Bereich was passiert sein muss. Und jetzt war es natürlich gut, dass die beiden schon häufiger mit mir gearbeitet haben, dass sie also auch schon so ein bisschen fit waren mit leichten physiotherapeutischen Übungen. Man sieht jetzt hier die Bewegung im Kiefergelenk ganz gut. Das ist genau in der Fortsetzung vom Augenwinkel, das Kiefergelenk und dann ja genau da. Und wenn du noch mal ganz klein bisschen zurückschiebst, den Regler, dann kann man eben sehen, dass die Bewegung im Kiefergelenk unphysiologisch ist. Soll ich hier nochmal laufen lassen? Ja, bitte. Also erstens mal ist es sehr viel Bewegung da im Kiefergelenk und der Kiefergelenksspalt, der zeigt, dass es Ober- und Unterkiefer ganz leicht gegeneinander verschoben sind und dann auch dieser starke kleine Muskel Bereich unterhalb vom Kiefergelenk, da entsteht immer so ein Streifen beim Kauen. Klar ist, das kann man als Laie jetzt nicht erkennen. Da muss man viele, viele Pferde beobachtet haben beim normalen Kauen und wenn sie eben was haben, was nicht in Ordnung ist, wie sieht das dann aus? Und
Ja, und ich meine, auf sowas habe ich mich mittlerweile spezialisiert, dass ich einfach Bewegungen gucke, egal ob sie jetzt in den Beinen, im Rücken oder hier jetzt im Kopfbereich sind. So, und jetzt sieht man, dass er toleriert das Ziehen der Ohren nach vorne. Man kommt über das Ziehen der Ohren, über die Faszien bis in die Kiefergelenke, ins Innenohr und dann alle Faszien des Kopfes. Na, und jetzt sieht man, dass er daraufhin wieder sehr stark reagiert und versucht, das irgendwie selber zu mobilisieren. Sie sind super, super, super vorsichtig gewesen bei der ganzen Geschichte, weil sie natürlich auch im Kopf dieses, was der Tierarzt gesagt hat, dass es eben ganz, 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 ganz schlimm ist. Klar wollen sie nicht zusätzliche Schmerzen zufügen. Aber das war ja auch gut, dass sie so ganz vorsichtig rangegangen sind. Deswegen hat er sich das ja auch dann letztendlich alles gefallen lassen. So, dann haben sie jetzt mal die andere Seite gefilmt und da sieht man, dass das Kiefergelenk sich anders bewegt hier. Aber wenn er gleich nochmal zurück ist, hier sieht man es auch über dem Auge, dieser Unterkieferast extrem weit vorspringt. Das war der anderen Seite nicht zu sehen. Vielleicht kannst du da mit dem Cursor nochmal hingehen. Was meinst du jetzt? Ne, ein Welchen? bisschen zurück. Im Moment sieht man es nicht. So, ne, jetzt hat sie die Hand davor. So, jetzt da. Da siehst du jetzt die Beule überm Auge. Da, das ist ja der Unterkieferast, der Oberkiefer noch. Und steckt sozusagen auf dem entsprechenden Zapfen vom Unterkiefer und beim Kauen kommt der eben überm Auge in dieser Höhle immer hervor. So, auf der anderen Seite beim Kauen kam da eigentlich gar nichts hervor. Hier ist es übermäßig stark für einen Kopf dieser Größe, was mir zeigt, dass eben Ober- und Unterkiefer extrem gegeneinander verschoben sind. Wahrscheinlich durch ein Anschlagen oder durch einen Tritt. Und dann sind die Kiefergelenke so blockiert, dass der infolgedessen eben nicht mehr malen kann. Und der ist auch ziemlich verzweifelt darüber, dass das nicht geht, ne? Und Hunger hat er. Und Hunger hat er natürlich. So, und über diese Bewegung versucht er, das irgendwie frei zu bekommen, weil was hätte er in freier Wildbahn, was hätte er für eine andere Chance, als über extreme Bewegungen irgendwie zu versuchen, das selber wieder hinzukriegen. Ansonsten wäre er eben dem Tode geweiht. Na, jetzt merkt er aber, dass die Menschen irgendwie eine Idee haben, was nicht in Ordnung sein könnte und ihm helfen wollen. Ja, ist krass zu sehen hier mit dieser Beule, die hier immer rauskommt Ja, und genau. Ne? Also es ist normal, dass man das sieht, dass der Unterkieferast da rauskommt, aber eben nicht so stark wie jetzt bei ihm. So, und dann hatte ich gesagt, ich brauche zusätzlich zu den Videos jetzt ein paar Fotos, um Ihnen was einzuzeichnen, weil was mir jetzt klar war, der Unterkiefer geht immer nur nach rechts, geht überhaupt nicht mehr nach links, dass dann auch die Faszien des Kopfes ziemlich schnell zumachen. Ja, der Körper reagiert ja auch auf so ein Trauma, was gewesen sein muss, sonst wäre die Blockierung nicht passiert. Und die große Körperfaszie, die geht genau in dem Bereich los, wo ich jetzt hier dieses Dreieck gezeichnet habe. Und diese große Körperfaszie teilt sich dann in zwei Stränge sozusagen. Der eine Strang geht nach oben zum Oberhals und der andere am Unterkiefer hinten entlang am Unterhals. Dann über dem Schulterblatt geht der obere nach unten, der untere nach oben und dann im Zickzack quasi über die Rippen und dann die Linie, die von unten kommt, oben über den Hüfthöcker und die von oben kommt, unterhalb von Hüfthöcker an der Hinterhand entlang. Bis zum Sprunggelenk. Habe ich hier auch das Foto da? Genau, und da hatten die beiden nämlich noch was ganz Interessantes beobachtet, dass da so eine Einziehung ist, dass also
das Fell wie tief gezogen aussieht. Und das habe ich jetzt hier mit dieser roten Markierung umfahren, damit Ihnen das auch ganz deutlich wird. Und die Stallbesitzerin hatte erzählt, als es anfing auf der Weide mit diesem komischen Leerkauen, dass er immer mit dem rechten Bein weggeknickt bzw. hängen geblieben ist. Und da war für mich gezittert dann... hat, ne? Bitte? Auch gezittert hat. Ja, und das Bein in sich gezittert hat. Und das war für mich dann klar, dass diese große Körperfaszie vom Kiefergelenk angefangen bis da hinten hin so eine starke Spannung gemacht hat, dass schon die Hinterhand rechte Seite mit beeinträchtigt war. Und deswegen mussten wir im Prinzip die ganze Körperfaszie mit in diese Behandlung hineinnehmen. Und hier an der Stelle haben sie das dann mit einer Minenbürste die Faszien bis in die Tiefe gelockert. Und die Anna hat dann das Bild habe ich auch da, ne? Einmal genau. An der Faszie und das ist dann aber auch da nochmal mit einer Bürste. Da mit der Bürste, genau. Und dann hat eben die Barbara hinten gearbeitet und die Anna hat vorne gearbeitet. Läuft das jetzt als Video? Ich habe das eben einmal noch zurückgemacht, das sind aber alles nur Fotos. Nee, das sind jetzt Fotos aus dem Video, ja. Genau, also die hat hier, Anna hat schön den Kopf auf die Schulter genommen und dann mit der Faust die Stränge von der Faszie schön ausgestrichen und das hat dann, als sie im Prinzip ein-, zweimal an der ganzen Körperseite entlang gearbeitet hatte und ihre Mutter dann schön mit der Bürste hinten diese Tiefziehung am Sprunggelenk, oberhalb vom Sprunggelenk gelöst hatte, die verklebten Faszien. Da ging es ihm eigentlich schon ein Stück weit besser. Und dann kann, ja, genau, und dann haben sie immer wieder gefühlt. So, und er wurde ruhiger und ruhiger und ruhiger, weil er irgendwie mitgekriegt hat, dass da jetzt was Gutes passiert. So, dann hat er auch zwischendurch. Ja, das sind jetzt die Bilder, wie er im Prinzip dann wieder in die Herde durfte und alles in Ordnung war. Also was wir jetzt hier im Video nicht gesehen haben, ist, dass sie eben dann auch nochmal das Zungenbein mobilisiert haben und den Kehlkopf, indem sie so vor dem Kehlkopf mit Daumen und Mittelfinger gefasst haben und dann das Ganze schön hin und her gewabbelt, noch ein paar Mal diese Ohrentraktion, die wir eben gesehen haben und die ganze Behandlung hat, also ich habe auf die Uhr geguckt, etwa 35 Minuten mit immer wieder Unterbrechungen, wo wir dem Parker eine Pause gegeben haben, gedauert und dann hat er eben in der Box gefressen und kurze Zeit später dann auch wieder bei seinen Kumpels da aus dem Heunetz. Das ist interessant, wenn die Pferde ihr Problem losgeworden sind, dass sie dann eigentlich wieder ganz normal zur Tagesordnung übergehen. Das finde ich immer wieder faszinierend. Während wir alle noch tagelang in Schockstarre waren. Genau. Barbara und Anna jeden Tag 10 SMS geschickt habe. Frisst er noch, frisst er noch. Ja. Ja, aber die haben das wirklich so toll gemacht und auch immer genau zugehört und dann probiert und dann mir wieder das Video geschickt und so. Das war total klasse. Was ich sehr überflüssig fand, war, dass sie dann ja dem Tierarzt das Video hier, er frisst wieder vom Boden in der Box und dann auch aus der Heuraufe, dass der dann nochmal das Damoklesschwert dann da gezogen hat und gesagt hat, da, sie können sich nicht darauf verlassen, dass das hält. Also seiner Meinung nach wäre das kein osteopathisches Problem gewesen und sie müssten sich trotzdem damit abfinden, dass das Pferd demnächst eingeschläfert werden würde. Also seiner Erfahrung nach käme das in Schüben dann immer wieder. Und da ist halt die Frage, ob die Pferde, die er dann damit eingeschläfert hat, mit einem ähnlichen Verhalten, was denen nicht vielleicht auch anders hätte geholfen werden können. Anstatt zu sagen, das finde ich eben immer sehr traurig, egal welche Experten es sind, ja, anstatt zu sagen, ich erweitere meinen Horizont, habe vielleicht noch was dazugelernt und toll, dass es geklappt hat, schön, dass das Pferd überlebt, ja, eingeschnappt, beleidigt sind und dann dem Besitzer aber nochmal zusätzlich Angst machen. Dieses Angst machen
finde ich, das hat so um sich gegriffen in den letzten Jahren. Das finde ich sehr, sehr, sehr bedenklich in der Pferdewelt. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber das war meiner Meinung nach früher nicht so, dass da immer das Schlimmste gezaubert wurde. Ja, und ich hatte ja schon mal eine Schülerin aus der Schweiz auch an dich weiter empfohlen. Die hatte ja ähnliche Problematik. Da hat die Stute ja auch lange überhaupt kein Heu mehr gefressen. Das entstand nach einer Zahnbehandlung. Und die hat halt auch dann immer wieder so komische Bewegungen mit dem Maul gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich an sie noch erinnerst. Ja. Und das war ja auch sehr, sehr faszinierend. Die Behandlung hattest du mir ja, oder ich glaube, die Daniela hatte mir den Film geschickt, wie ihr Freund oder Mann das Pferd behandelt hat und wie das Pferd darauf reagiert hat und wie es dann, ne? Und das dann, ja, Wahnsinn, ne? Wo ja auch hier die Blockade da war und krass, echt krass. Und das wirklich dann, dass keiner findet. Und ja, ich komme mir manchmal wirklich komisch vor, dass ich quasi 1000 Kilometer weg, wie jetzt hier in Norwegen oder auch Schweiz, ist ja auch sehr weit weg von hier, hier in Nähe Köln, das über Video sehe und dann wirklich eine Idee dazu habe, was es sein kann. Aber ich frage mich immer, die Tierärzte müssen ja auch ganz, ganz viele Sachen in ihrem Leben gesehen haben. Ja, also und ableiten können, aber ich weiß es nicht. Also manchmal ist es eine ganz andere Draufsicht, glaube ich, was die haben. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es diese ganzen Medien mittlerweile gibt, dass man übers Telefon sich Fotos und Videos hin und her schicken kann und kann nur sagen, auch jetzt in der Zusammenarbeit ja mit dir und mit Kunden in aller Welt, wie vielen Pferden da echt geholfen werden konnte. Dann auch mit der Tierärztin, die du eben erwähnt hast, die ja als Hotline in meiner App da mit drin ist, die aber auch ansonsten das natürlich macht als Online-Coaching für ihre Kunden und sagt, ich muss nicht zu jedem Patientenhalter hinfahren. Manchmal erkläre ich lieber was eine Viertelstunde über Online, WhatsApp, Videocall, als dass ich mich dann spät abends nochmal auf die Autobahn begebe, wenn das so geht, ist doch toll. Aber da gibt es noch nicht so viele Leute, die so unterwegs sind, muss ich immer wieder feststellen. Ne? Ja, auf jeden Fall war das natürlich ein unfassbar unglaubliches Beispiel, dass halt einfach das System auch deiner App so wundervoll funktioniert. Ja, das ist wirklich, ja. Da haben wir lange dran rumgebastelt. Alle sofort da waren, alle sofort unterstützt haben, du sogar in deiner Zeit, wo du eigentlich mal dein wohlverdientes Detox vom Handy und alles gehabt hättest, dass du da trotzdem sofort parat stehst und ja, da dran mitarbeitest. Also großartig. Ich danke dir da echt sehr, sehr für. Ich freue mich wahnsinnig, dass das alles gut ausgegangen ist. Und, ja, ich auch. Also das wäre, also da wäre ich überhaupt gar nicht drüber weggekommen, dass der Parker wegen sowas sein Leben hätte lassen müssen, ja. Ja, und es war halt auch wirklich mein erster Instinkt, wie man das gehört hat im Film, schick den Film Karin, ne? Da müssen wir Karin hinholen. Ne? Und ja, deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, also, ne, deine Arbeit, die du machst, ist einfach wirklich großartig. Deine App und was ihr da anbietet, ist super großartig. Ich kann wirklich nur jedem raten, sich diese App wirklich herunterzuladen und dann bei solchen Notfällen sich an euch zu wenden. Und ja, danke dir wirklich, dass du da sofort so toll zur Seite gestanden hast und dass du das wieder hingekriegt hast. Ja, bin ich auch sehr froh. Ja, vielen, vielen Dank. Und war schön, mal wieder mit dir zu plaudern. Dito. Gerne. Und dann bis hoffentlich ein anderes Mal. Ja, tschüss, Babel. Tschüss.